Da sind wir nun. Bulzhet, die Sehenswürdigkeit von Malib, Syrien. Naja. Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Na super. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Verankerungspunkt, das merken wir uns vor. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Das ist bestimmt der brennende Dornenbusch. Ich habe hier gleich eine göttliche Erfahrung. Gott spricht gleich zu mir aus diesem Dornenbusch, der sich auf einmal in Flammen auflöst. Oder so ähnlich. Oder sofort. Ja. Gleich mal hier Umweltsünder spielen. Hast du toll gemacht, George. Du bist also kein Umweltanwalt. Na gut, ja, Ankerpunkt, Ankerpunkt, Ankerpunkt. Hm, vielleicht doch nicht. Kette, Kette, Kette. Ast reinstecken. Nein, das alles will er nicht. Das Ding reinstecken. Das will er auch nicht. Kette und Dings. Hm, vielleicht doch nicht. Ja, ich versuche gerade sämtliche Möglichkeiten. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Ah, das wirkt jetzt wie so eine Art Kordel oder so, dass ich mich runterlassen kann. Hm, vielleicht doch nicht. Dann vielleicht so. Probiere alles mit allem. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Genau. Aber so ein morscher Zweig wird mich wohl kaum halten, oder? Nicht im Ernst. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Sollte jedermann mal getan haben. Vor allem in Syrien. Zack. So, jetzt sind wir hier unten und, ist ja wunderschön. Ach, da haben wir auch ein Loch. Was hier nicht alles für Löcher zu entdecken sind, das ist ja... Vielleicht finden wir gleich sogar Mäuse. Wow. Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Eine künstliche Nische von Menschen erschaffen. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber was denn? Was riskiere ich schon? Außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Gut, den müssen wir jetzt irgendwie wahrscheinlich rausholen. Mit der Kette will er das nicht machen. Damit will er das auch nicht machen. Das macht sowieso keinen Sinn. Und ansonsten haben wir nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Na gut. Können wir wieder hoch? Wir können nicht mal wieder hoch. Das heißt, wir sind jetzt hier gefangen, bis wir eine Lösung finden. Das ist ja... Kann er nochmal härter dran ziehen vielleicht? Ich greife den Ring ganz fest. Versuche nicht an tödliche Fallen zu denken. Und ziehe aus Leibeskräften. Oh. Aber hallo. Das war zu offensichtlich, dass das eine Tür ist, die aufgeht. Das habe ich vorher schon gesehen. Die hat sich so ein bisschen abgezeichnet von der anderen Wand. Ach du Kacke, Indiana Jones. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Fuck. Nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Verhungert in dieser Höhle, in dieser gottverlassenen Höhle. Da liegt er nun, der Klausner, den haben wir gesucht. Hat er eine Flasche Rum in der Hand oder was ist das? Keine Ahnung. Vermutlich eher Wasser. Ja, Mensch, sieht nicht mehr allzu gut aus, aber ist noch nicht allzu lange tot. Zumindest gibt es noch ein bisschen Fleisch an seinem Körper. Sieht so ein bisschen aus, als wenn er jeden Moment aufstehen würde und als Zombie durch die Gegend wankelt. Aber tolle Kluft, ne? Hier eine Peitsche und da ein Hut. Das ist eine sehr offensichtliche Anspielung. Ich durchsuche die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Ja. Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Zack, und da haben wir auch direkt was. Hinter seiner Leiche klemmt ein Lederbeutel. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles.
Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Eine Linse? Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein, aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Ja, vermutlich. Ja gut, wir haben alles. Jetzt fragt sich natürlich nur noch, wie wir rauskommen. Guck dir erstmal das da hinten an, mein lieber Georgie. Was ist das? Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay, das muss reichen. Habe ich alles verstanden. Definitiv, weil ich ja auch im Latein so mächtig bin. Ja, die Linse, jetzt fragt sie natürlich, wofür die gut ist. Ich gehe gerade sämtliche Optionen durch. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta! Komm nicht rein, es ist eine Falle! Bleib, wo du bist! Wie? Fuck! Hallo, Mr. Stobbert. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbert, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbert. Ach du Scheiße. Jetzt sitzen wir ganz schön in der Klemme. Der hat Nerven. Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Scheiße, antworten jetzt ehrlich oder nicht ehrlich? Ich weiß nicht, ob man hier wirklich sterben kann. Das wäre natürlich jetzt nicht so toll. Ich glaube, wir werden mal ehrlich sein, weil das ja eine Information ist, die uns nicht schaden kann. Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Ja. Nein. Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt, wenn nicht einen Artefakt? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber ich... Oh mein Gott, das ist jetzt spannend irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so spannend finde. Naja, da war noch was, aber das können Sie kaum mitnehmen. Ja? Was denn? Eine Schatzkarte. Das X zeigt an, wo der Zaster liegt. Also kommen Sie. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das abkaufe? Okay, okay, Sie haben mich erwischt. Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Wissen Sie noch, was da stand, Mr. Stobbert? In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch.
Also, ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbart, ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Das ist natürlich eine schöne Wahl. Ich will nicht unbedingt wie ein Hund sterben. Was machen wir denn jetzt? Natürlich will ich wie ein Mann sterben, aber eigentlich will ich gar nicht sterben. Bedeutet wie ein Hund sterben, dass ich noch wegrennen darf? Dass er bis drei zählt oder so? Dass er irgendwie einen auf typisch Bösewicht macht? Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay. Naja, was soll's. Hier. Jetzt können wir ihn ja reinlegen. Dass mir tatsächlich nochmal jemand die Hand schütteln will, muss ich natürlich direkt ausnutzen. Aber merkt ihr was? Der hat so ein bisschen Respekt vor mir, ne? Das ist so eine Art... Ja, er akzeptiert mich. Er weiß, dass ich gar nicht mal so auf dem... dass ich gar nicht mal so dumm bin. Ne? Das ist so ein bisschen respektvolles Verhalten mir gegenüber. Er weiß, dass ich ihm gefährlich werden könnte. Das sah aus wie ein Bud Spencer-Film. Ah, das war wohl nix, Khan. Wieder in Nikos Apartment. Holla, die Waldfee, da sind wir dem Tod aber nochmal... Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Das habe ich wohl, das habe ich wohl. So, und dann zeigen wir ihm mal unsere tolle... Also erstmal muss ich nochmal sagen, das war echt eine geile Szene eben mit Khan, fand ich. Allgemein, wie der Dialog verlaufen ist. Es war ein bisschen komisch, dass er mir auf einmal die Hand schütteln wollte. Aber gut, der war halt ein bisschen beeindruckt von mir, kann ich verstehen. Unser George ist ja schon eine heiße Nummer. Irgendwie mussten wir ja aus der Situation auch fliehen können. Da mussten wir also irgendwie ein offenes... mussten wir irgendwie eine Möglichkeit finden. Aber das fand ich irgendwie cool. Das fand ich echt cool. Ich habe dir in Syrien ein Geschenk gekauft. Oh, George, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es? Das. Eine Halskette? Oh, die ist ganz nett schwer. Ethnische Handwerkskunst der rustikalen Art. Natürlich. Sie gefällt mir. Wirklich? Die Kette wird mich immer an dich erinnern. Das war eine olle Toilettenkette. Holla die Walfee. Entweder steht die Nico total auf George, hat sich so ein bisschen verliebt, weil dann ist man ja auch ein bisschen blind auf beiden Augen. Ich glaube, das wird's sein. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Ja, toll. Vielen Dank für die Information. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Tja, wo sollen wir jetzt hin? Ich habe da auch schon so einen kleinen Anhaltspunkt. Und zwar möchte ich wieder zur Montfaucon oder was auch immer. Da gab es so ein paar Ungereimheiten, das ist mir eingefallen, die will ich mir auf jeden Fall anschauen. Und er ist wieder da. Guck dir das mal an. Sie sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Na, das ist doch wunderbar. Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig. Aber ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt. Wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu Patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde?
Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah, Leute sterben jeden Tag. Non, non. Ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Ich, also, wer? Jacques de la Grande Canalisation. Der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig gut. Merci. Ich habe die halbe Nacht daran rumgedittet. Rumgedittet? Ich glaube, der hat ein bisschen zu tief ins Weinglas geschaut, der gute Mann. Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben und einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Und einen amerikanischen Touristen. Wo stammen Sie eigentlich her, Monsieur? Kanadier. Also, Vanette, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. Ich bin damit also gemeint. Ach, das ist doch schön. Ja, dann haben wir doch auch bleibende Spuren hinterlassen. Das ist doch auch immer schön, wenn man irgendwo Spuren hinterlässt auf der Welt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt wollen wir da mal ein bisschen näher uns umsehen. Und zwar war da doch irgendwas, so eine Statue. Da kann ich ja eventuell die Linse einsetzen. Das war so mein spontaner Gedanke. Und eventuell weiß der Priester ja auch was. Nämlich da. Da. Wisst ihr? Da gucken wir mal, ob das vielleicht hinhauen tut. Er läuft sogar hin, das sieht gut aus. Er schüttelt nicht mit dem Kopf. Das sieht doch nicht gut aus. So ein Dreck. Ja. Was macht er da eigentlich immer noch? Poliert er immer noch seine... Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ja, das freut mich auch sehr. Was halten Sie von diesem Kelch? Der sieht aber sehr alt aus. Etwa so alt wie diese Kirche, würde ich sagen. Da scheint etwas eingraviert zu sein. Wirklich? Was steht denn da? Kann ich nicht sagen. Es ist sehr stark angelaufen. Wenn Sie gestatten, könnte ich versuchen, den Kelch etwas zu polieren. Ich verspreche, ich bin ganz vorsichtig. Ja, sei bitte ganz sanft zu meinem lieben Kelch. Ja, da habe ich doch einen richtigen Riecher gehabt, wie es scheint. Das wäre zu liebenswürdig von Ihnen. Es wird nicht lange dauern. Schauen Sie sich so lange ruhig etwas um. Ach, ich schaue Ihnen auch gern dabei zu. Okay, danke. Eine gratis Piepshow. Das sieht ein bisschen eigenartig aus. Ein bisschen, als wenn er gerade irgendwelche Zaubertricks versucht vorzuführen. Und dieses selige Grinsen von ihm dabei. Ach, ist das schön. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt, also sehe ich mich noch ein wenig in der Kirche um. Ja, dann gucken wir uns ein bisschen um. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes? Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Ah, da ist bestimmt irgendwas. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Kriege ich die da nicht rein? Irgendwie sieht es moderner aus als das daneben. Ja, ist vermutlich auch moderner. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Das hatten wir, glaube ich, schon. So, Opa, bist du jetzt mal langsam so weit? Eigentlich habe ich mich hier schon mal umgesehen, deswegen muss ich das nicht unbedingt nochmal machen. Der Priester ist immer... Och, Mann. Ich habe keine Zeit zum... Na gut, dann schauen wir uns da hinten nochmal die Gräber an. Warum auch nicht? Naja, es sind ja keine Gräber. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich zumindest. Ach ja, und glückselig wie er ist, poliert er da den Kelch. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Eingravierte Bibelzitate? Ja Mensch, mit Bibelzitaten, da kannst du mich ja auch jagen, ne? Muss ich ja so sagen. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung. Diese ganze... Das hatten wir doch alles schon eigentlich, ne? Das hatten wir alles schon. So, Opa, jetzt bist du doch langsam mal fertig, sonst verlasse ich die Kirche und komm wieder. Eventuell muss ich das ja sogar tun. Das ist ja oftmals so in Spielen. So, er ist scheinbar immer noch nicht fertig. Wir gehen mal raus. Schauen uns die Kirche von draußen nochmal an. Mensch, ist die schön, und gehen wieder rein.
und hoffen, dass er jetzt mit seiner Arbeit durch ist. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt. Sag mal, gibt's doch nicht. Ich muss scheinbar irgendwas machen, damit er fertig wird. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich irgendwie... Ja, dass ich irgendwas machen muss. Ja, wir haben nicht mehr allzu viel im Inventar. Die Linse kann natürlich... die will er ja nirgendwo reinsetzen. Deswegen weiß ich selber nicht so genau. Ach, jetzt auf... Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Ach, leck mich doch, George. Auf einmal will er es tun. Per disciplinam meam lux videbis. Hey. Wow. Drei Linsenelemente müssen in die korrekten Positionen innerhalb des Kreises geschoben werden, sodass ein klares Bild entsteht. Um ein Linsenelement zu bewegen, bewege den Mauszeiger über das nummerierte Feld. Wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt, klicke darauf und ziehe es dann mit gedrückter Maustaste nach links und rechts. Wie jetzt? Ach so. Aha. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt verstehe. Noch nicht. Das soll wohl irgendwie was ein Bild ergeben, oder was? Aha. Ich verstehe es ungefähr. So, jetzt haben wir es auch gleich. Das sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus. So, das ist doch schon mal... Das ist doch fast soweit. Nee, das, warte. Die Verzerrungen sind deutlich zu sehen. Ein Tempelritter, der am Schandpfahl brennt. Und unter ihm ein Datum in römischen Ziffern. Das war schwer. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also... MCCCXIV. Das ist... 1314. 1314. Was auch immer uns diese Jahreszahl jetzt sagt... Bist du fertig? Ha. Hey, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Was steht auf dem Kelch? Es war keine Schrift. Mein Fehler, es war ein Wappen. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass mir das Wappen sehr bekannt vorkommt. Wirklich? Oui. Ich glaube, ich habe es schon mal auf dem Grabmal dort in der Ecke gesehen. Das geflügelte Pferd ist recht auffällig. Das geflügelte Pferd. So, wir werden mit ihm weiterreden in der nächsten Aufnahmesession. Ich muss nämlich jetzt dringend mal ein Örtchen aufsuchen, was ich nicht näher beschreiben muss. Deswegen werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden. Und im nächsten Part geht's dann hier weiter mit der Schnitzeljagd. Bis dahin alles Gute, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Koski.